Liebe Fans der Sammlerkunst, liebe Masters-Fans, liebe Sammler-Nerds, herzlich willkommen hier zu einem neuen BUMO TV-Spezial. Wir sind heute in Castrop-Rauxel und wir präsentieren euch heute wieder hier Impressionen der Tollplosion, denn die findet zum zweiten Mal statt und zwar in Castrop-Rauxel, ja, mitten im Ruhrpott. Und das ganz Besondere hier dran ist es, dass sie dieses Mal 2 Tage gehen wird. Das heißt, wir werden 2 BUMO TV Spezials euch präsentieren und wir schauen uns mal hier um, welche Nerds es hier gibt, welche Toyline bei denen angesagt ist. Viel Spaß! Ja, wir stehen hier am Stand der Retrofabrik und das ganz Besondere ist es hier, ihr verkauft jetzt schon die Folge 2, die Burg der Zeitlosen, hier für uns Fans auf der Tollplosion. Genau. Ja, worauf können wir uns jetzt freuen? Auf alte Bekannte, fortgeführte Stories und neue Stimmen, neue Gastsprecher. Die kannst du uns noch nicht verraten? Ja, kann ich schon, mache ich aber nicht. Ja, da werden sich Leute freuen aus nostalgischen Gründen. Also das wird toll, ja. Seid ihr richtig stolz, weil man kann das ja jetzt auch überall kaufen, auch bei großen Saturn, der Name, oder Mediamarkt. Mediamarkt. Geht ihr dann vorbei, dann könnt ihr, seid ihr dann so richtig stolz? Ja, habt ihr euch schon selbst eine CD da gekauft? Ja, klar. Also klar sind wir stolz darauf. Tatsächlich haben wir selber noch nicht gesehen, dass man das im Laden kriegt, aber wir haben gestern einen Post zugeschickt bekommen, dass das jemand beim Müller, um die Range zu erweitern, ja, mit den Ketten, gefunden hat. Und ja, wenn wir es mal irgendwo sehen, dann posten wir es natürlich selber dann auch, klar. Auf jeden Fall. Ihr seid selber Fans, ja, ne? Ihr seid natürlich auch Geschäftsmann, aber ihr seid natürlich im ersten Punkt Fans. Absolut, ja, genau. Und das natürlich, ich als Fan muss natürlich auch eine Frage stellen. Jetzt kommt die Frage, welche Frage habt ihr so oft gehört? Nicht unbedingt mit Hörspielen. Ja gut, eigentlich ist es meistens immer, wann kommt der Schuber zum Beispiel, ja? Was ist es? Wann kommt der Schuber zu den Comics? Genau, aber die Antwort ist dann immer bald. Das ist schön, dass du die unangenehmen Fragen beantworten musst, finde ich gut. Danke. Und schön, dass du mal redest, komplett hier. Ja? Dankeschön. Star Wars Sammler ist hier. Höchstpersönlich. So, das zweite Mal, und diesmal hast du eine bessere Lage bekommen mit deinem Stand, ne? Weil du hast hier alles, das ist ja spektakulär. Du hast ja wieder alles für uns umsonst. Spektakulär, das ist verrückt. Und ich habe was für dich. Als Dankeschön für deinen Einsatz für die YouTube-Szene und für die Sammlerszene kriegst du einen polierte Platte Kursmünzensatz. Wie krass ist das? Echt? D-Mark. D-Mark-Zeiten, ne? Guck mal hier, D-Mark. Das ist ja toll. Danke, Herr Thomas. Ja, bitte, gern geschehen. Das ist der Star Wars-Sammler, mein Gott. Wie lange hast du gebraucht hier, um das Ganze für die Fans zu besorgen? Weil hier gibt es alles gratis für die Leute. Das ging innerhalb weniger Tage plus 13 Monate. Weil die Fans möchten eigentlich mehr ein Autogramm von dir haben als die Figuren, gehe ich von aus, oder? Ja, viele. Aber es ist ein Dankeschön für die ganzen Fans da draußen. Ja. Die wurden schon seit 16 Jahren nette Kommentare schreiben und da muss man einfach mal Danke sagen. Mit 250 Kilo Action Toys. Ja, und dann 16 Jahre schafft auch nicht jeder YouTuber. Ne? Also ich bin gerade bei 7 Jahren, aber 16 Jahre. Da kommen die Leute schon auf dich zu und sagen, hey, mit dir bin ich groß geworden? Ja, das ist auch schon passiert. Ich habe dich schon geguckt, als ich ein Kind war. Außer Judith. Judith, bist du mit ihm groß geworden? Bin ich groß geworden? Ich bin immer noch 1,45, aber sein Herz ist so groß, dass ich mich gleich mit größer fühle. Und vor allen Dingen, sie hat ja hier, die hat vor 30 Jahren Hugo hat gestartet. Ja, Mann, am 18. April, am Geburtstag meiner Mutter, war die erste Hugo-Show. Und vor 25 Jahren war das erste Album. Da habe ich damals noch bei Hugo gesagt, spätestens mit 21 bringe ich meine erste CD raus. Und so war es. Ja. Und wie hieß das Lied? Stay, das mochte ich gerne. Stay cool, ganz cool. We gotta stay together, together day by day. Ja, Judith Hildebrand live hier und auch der Star Wars Sammler. Wir sagen danke euch, wir sagen danke dir auf die nächsten 16 Jahre. Und ich sage danke an dich für deinen ganzen Einsatz. BUMO TV! Yes! Und noch wichtiger ist die Frage, was viele Fans bewegt.
Warum ist He-Man nicht so heroisch in seiner Sprache zurzeit? Naja, weil He-Man steht ja noch am Anfang seiner Karriere. Wie wir jetzt in dem ersten Hörspiel gehört haben, hat er das Schwert noch nicht so lange. Er ist noch nicht überall bekannt und er hat gerade erst die Macht bekommen, das heißt, oder vor kurzem. Und das heißt, da muss auch ein He-Man sich erstmal in seine Rolle hereinfinden, weil am Ende des Tages ist es immer noch Prinz Adam. Ein Jugendlicher, naja, Teenager in dem Bereich und auch der muss erstmal die feste Kraft von He-Man entwickeln. Okay, sind wir immer schlauer. So, was hast du denn alles geholt? So, das ist alles für die liebe Kollege, ne? Kassetteaufsteller, ja? Case, First Case. Wow, guck hier. Ja, so macht natürlich die Con Spaß, ne? Ja. Und der Geldbeutel macht Spaß. Ja, und der Deckenaufhänger, welches Motiv hast du geholt? Das ist das Kassettendisplay. Das für 50 Euro. Genau, für den Modus 83. Extra für dich. Hab alles gegeben. Guck mal hier, es geht um diese Unterhosen. Die Frage ist, das geht ja noch, finde ich, aber die ist mega. Aber diese, das ist natürlich, da muss man sagen, der Nerd an sich, der wird drauf schwören. Vor allen Dingen hier, sieht man da, seht ihr das? Das ist ja schon vorgegeben, ne? Ich habe hier natürlich ein L, nicht ein S. Nein, S ist ja mehr asiatischer Bereich. Ja, so. Schon, ja. M ist doch, glaube ich, so mehr so Amerika. Die fallen groß aus. Was? Fallen größer aus? Die fällt größer aus, könnt ihr eine Größe kleiner kaufen. Ach, okay, sehr gut. Aber wer. Ja, noch schmeichelhaft. Wer kauft sich denn solche Hosen? Man denkt ja so, überall, wo Masters draufsteht, wird gekauft von den Nerds. Aber ist das wirklich so? Ja, unter anderem dieser Mann. Hat ihr Mann diese Unterhose? Hast du sie sogar an? Die holt man höchstens, wenn überhaupt, nur also, um hinzustellen, dass man irgendwas von Masters hat, aber anziehen. Ja, wirklich anziehen. Echt? Mega. Okay. Ihr dürft auch gerne unten. Passform hat die, ja? Sehr gut. Also die ist sehr angenehm zu tragen, sehr schöner Stoff. Also. Ach, du hast die also auch? Die auch, natürlich, klar. Ja, dann. Hast du an? Nee, leider nicht. Dann runter mit also den Hosen. Guckt mal, hier der Toy Tenner, ja, der YouTuber Toy Tenner ist auch hier. Wonach guckst du denn jetzt speziell? Wrestling. Wrestling? WWS Hasbro. Welche genau? Razor Ramon. Okay, habe ich keine Ahnung von, aber... Und Lego. Lego habe ich gerade auch schon gekauft. Lego. Einer, der Lego sammelt. Ja, ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich bin immer so früher gewesen der Playmobil-Mann, ja. Hatte früher auch als Kind so eine Playmobil-Frisur. Ja, das ist so... So eine Aufsteckfrisur. Ja, kannst du wechseln immer. Ja, war ganz eklig. Aber Playmobil ist natürlich, oder Lego, ist natürlich heutzutage auch sehr teuer. Und da gibt es ja verschiedene Playsets. Wonach guckst du ganz genau? Was von früher? Vintage oder noch Neues? Piraten. Alles von früher. Kindheit. Kindheit, man ist so kindheitsgeprägt. Und hier gibt es ja eine ganze Menge, was zum Gucken ist. Guck dich hier um. Hast du ein Budget? Ja, aber ich glaube, das reiße ich heute. Hast EC-Karte mit dabei, das ist ganz gefährlich. EC-Karte mit dabei, ja. Und PayPal, das ist das Allerschlimmste. Ich sage ja immer, Jungs, nehmt einfach nur Bargeld mit, lasst die EC-Karte zu Hause, am besten Handy, am besten auch, weil es ist doch teuer. Ich habe mich aber noch im Griff. Also, wenn es danach geht, wäre ich jetzt schon pleite, aber ich gehe jetzt erstmal noch ein, zwei Runden. Am liebsten würde ich jetzt, sagen wir mal so, ich würde dich am liebsten in 3 Stunden wieder treffen und würde fragen, ob du bis jetzt das Budget eingehalten hast. Das können wir gerne machen. In 3 Stunden sehen wir uns wieder. In 3 Stunden. Und die Leute dürfen jetzt unten jetzt schon mal kommentieren, wenn ihr das Video seht. Hat er das geschafft? Ja oder nein? Wenn man nämlich Toy Tenner kennt. Letztes Jahr. Der Kollege kennt mich schon. Ich bin auch ins Video rein. Ja. Kauft. Genau. Kaufen. Und bei meinen Videos klicken. Ja, die nächste YouTube-Prominenz steht nun neben mir. Vater und Sohn von Comics Kult Cinema. Ja, das ist wohl so. Ja, ich gucke mir euren Kanal so gerne an und ich habe euch noch nie getroffen. Ihr wart, glaube ich, noch nie auch so auf Conventions, oder? Nein, ganz selten. Also meine Frau lässt mich kaum raus. Mein Sohn meidet das Tageslicht. Und heute haben wir gesagt, scheiß drauf, du bist nur einmal, du bist 25 fast, ich bin fast, 50. Nein, 50? Doch, ja, doch, ein bisschen schon. Muss man jetzt sagen, ne? Ach, du bist doch keine 50. Ja, stimmt. Meine Frau sagt, ich bin 60. Richtig, 60. Nein. Und euer Kanal geht um Comics, aber da seid ihr, glaube ich, hier. Gibt es hier Comics? Habt ihr gesehen schon? Nein, noch nicht. Wir sind ja eigentlich noch frisch am Start. Wir sind ja bei euch, ne, mit dabei vorbeigelaufen und wir haben das andere noch gar nicht angeguckt. Also die stehen seit einer Stunde stehen die hier beim Puppengeist, ja, und unterhalten sich. Ne? Ja, richtig. Also wir suchen wirklich Actionfiguren, wenn es Comics gibt, natürlich auch. Aber Welche genau? Comics oder Figuren? Figuren. Also Figuren, da suche ich noch welche von den 2000X-ern, Masters. Ich suche aber auch noch ein paar Turtles, Vintage oder Retro. Das ist mir relativ Latte. Es soll nur schön aussehen. Günstig.
Das ist immer wichtig, günstig. Günstig, ja. Wer hat heutzutage noch Geld? Also ich nicht. Und ja, Marvin, was tust du so? Alles, was mit Sonic zu tun hat, im Idealfall. Also, hier. Der ein oder andere weiß es vielleicht, großer Sonic-Fan. Deswegen gucke ich mich danach einfach um. So, Michel, wie fandst du das denn bis jetzt hier? Ja, wie immer, absolutes Highlight, ne? Hammermäßig die ganzen Leute zu treffen und es gibt so viel Zeug, man weiß gar nicht, was man alles kaufen soll. Am liebsten würde man alles kaufen, aber ja, dafür reicht leider unser Geld und unser Platz nicht. Ist dein Budget geblieben, so wie du es vorgenommen hast, oder hast du mehr ausgegeben? Ich habe mir eigentlich kein Budget gemacht. Ich habe mir eher von vornherein vorgestellt, so das und das möchte ich haben. Und ich glaube, die Wünsche habe ich mir erfüllt, ja. Das ist wichtig, dass man wirklich nicht mit Minus rausgeht. Guck mal, noch mehr YouTuber sind hier. Guck mal, der Onkel Mario und der Filmangler Patrick. Hallo, was macht ihr denn hier? Ist das nicht ein bisschen anmütig? Da bist du doch, ne? Ja, glaub schon. Ja, bitte nicht so nah. Du hast immer Angst vor dem Mikrofon, ne? Nein, ja, ich möchte darüber nicht sprechen. Hast du ein orales Trauma von meinem Mikro? Ja. So, aber egal. Wie sah es bei euch heute aus? Die erste Toyplosion am, nee, die zweite ist es ja schon. Die zweite am ersten Tag. Könnte man sich im Vorfeld mal ein bisschen informieren, bevor man die Leute interviewt. Stimmt, ich weiß ja, dass wir natürlich hier auf der TV. Ich weiß, dass wir natürlich hier auf der Grayscale-Con sind. So, ja. Und wir waren in der erste Tag hier für euch. Gut, seid ihr auch am zweiten Tag dabei? Du bestimmt. Ja, das geht los. Ja, herzlich willkommen bei Boomer TV. Hier, wo die alten Herren alle noch lachen. Und wer läuft gerade uns über den Weg? Hi, hi. Genau, die Frau Hi, hi ist hier. Ja, die Turtles-Fachfrau, die Stamm der Sabinerin, die Sabine. Letztes Jahr warst du schon da. Ja, wie letztes Jahr, wie war dein Budget da? Bist du damit hingekommen? Und wie sieht es denn wohl dieses Jahr aus? Also, wie viel ich ausgegeben habe? Letztes Jahr, was war? Weiß ich gar nicht mehr, aber es waren schon ein paar Hunderte. Und alles in Turtles, ne? Ja. Warte, nein, ich habe sogar einen kleinen Himmel gekauft. So einen kleinen in der Box, in dieser lilanen Grayscale. Ach ja, so Eternia Mini. Ja. Also, aber sonst Turtles, ja. Wer deinen Kanal verfolgt, der weiß ja, mittlerweile bist du ja auch ein bisschen auf Masters Geschmack gekommen, auch wenn es nur die Turtles of Grayscale sind, ne? Ja, da habe ich den Casey Jones, ich bin beeindruckt. Ja. Die Teela. Mhm. Und ja, und die Turtles natürlich. Und ich bin auf Shredder gespannt. Wobei ich finde, die Seite von den Masters, dieses Transparente, weiß gar nicht, wer das ist, diese Transparente. Gibt es ja zum Beispiel als He-Man, gibt es ja, ist transparent. Dann, wer ist noch transparent? Moment. Moseman. Der He-Fan. Ja, der ist auch gut, oder? Ja. Der ist cool, der hätte ich beinahe gekauft. Aber? Dann habe ich Casey Jones gesehen und dachte mir, okay. Okay. Wie ist denn dein Budget? Hast du, ich muss jetzt sagen, wie hoch das Budget ist, aber... Heute? Ach, bist du morgen also auch hier? Ja. Ist das Budget hoch? Heute höher als morgen, weil warum? Ich denke, dass ich heute... Wobei, man weiß es nicht, gell? Man weiß es nicht. Ja. Und also, Frauen ist immer teuer, ne? Ja. Da ist das Geld mal locker ausgegeben. Ja. Aber ich habe auch süße Geschenke bekommen. Ja, komm, du kriegst Geschenke, ja. Ohne Gegenleistung. Ach, guck mal, süß. Ist das nicht putzig? Auch süß. Ganz viele kleine. Ja, ist das süß, wirklich. Ach, guck mal hier, auch für süß, ne? Krang, ne? Ganz viele Sachen, ganz putzige Sachen. Und ja, finde ich halt immer mega cool. Ich habe mir gedacht, ich kaufe heute mal nichts. Das geht mir doch bei fraulich. Ich kaufe nichts. Aber ich habe schon gekauft. Okay. Jetzt habe ich aber noch eine sehr intime Frage an den Boomer TV-Mann. Ja. Schön. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Das finde ich sehr schön. Was macht Ludwig? Wo ist der? Ludwig ist zu Hause. Er putzt gerade meine Spielzeuge ab. Ne? Ist ein bisschen staubig geworden. Da muss er ein bisschen arbeiten, der arme Köter. Aber schwanzwedelnd oder leckend? Was machst du denn eher? Machst du erst leckend oder doch eher saugend? So ein bisschen oder? Was von beidem, so eine Kombi. Ja. Jetzt, pass auf, der Multidog. Du bist, glaube ich, von den YouTubern. Das Gesicht ein. Ja. Du bist von den YouTubern das perverseste, ja, was es überhaupt gibt. Ja, stimmt und doch gar ja. Nicht. Nein, niemals. Guck mal seine Videos an. Klar, nein. Der Filmangler, ja, im Kopf hat, der weiß auch genau. Manchmal hast du auch so eine Maske angehabt. Ja, Hinkebein. Das ohne Stroh. Und warum liegt denn hier Stroh plötzlich? Man weiß es nicht. Aber da bist du doch einer, der schon sehr freizügig... Oh, ich muss ein bisschen diesen Kinder... Du bist sehr freizügig in deinen Videos. In deiner Wortwahl zumindest. Ja. Der Filmangler, den gibt es jetzt schon seit 2000... Aber wir sind ja nicht, das ist dein Leben. 2000, das kannst du jetzt bei anderen Kanälen erzählen. Gibt es halt den Filmangler und da gibt es halt ein bisschen viel Pipi-Kaka-Humor.
Und hier folgt nun der nächste geile Scheiß. Hier ist der Herr Kais. Ja, wunderbar. Hallo, grüße Sie. Erzähl uns mal, wie war für dich die zweite Toyplosion bisher? Sehr gut, sehr erfolgreich. Ich hatte ein kleines Tief. Weil ihr wisst, ich weiß nicht, Leute, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ich habe mich am Vorabend schon in zwei so Großfiguren verliebt, so im Vintage-Stil. So He-Man und Skeletor bei C-Toys. Die waren jetzt dann heute leider weg. Da muss man erstmal durchschnaufen, weil ich bin dann rumgerannt. Und Leute, kennt ihr das? Wenn man, ja, ich muss jetzt was kaufen, hier gibt es doch was Besonderes, ich brauche nur was von den Masters. Und sollte ich euch was sagen, es ist schon im Auto. Ich habe ein Lords of Power Set bekommen für 320 Töcken. Und das ist richtig geil. Und ich freue mich total. Dann diese Vorbestellerei von MyMac und die Gratisfiguren beim Star Wars Sammler auch. Jetzt habe ich nochmal Werbeband geholt, Werbeheftband und Masters Magazine. Ja, nimm dir nochmal eine Gratisfigur mit. Einfach geil, Leute. Kommt zur Toyplosion 3. Ich kann es nur empfehlen. Jetzt versuchen wir mal, den Boomer aus dem Konzept zu bringen. Halt bitte das Mikro. Jetzt, pack mich nicht unten an, ich hab Gefühl. Nee, unten nicht. Erzähl mal ein bisschen was. Was hältst du von He-Man? Was, kommt da eine Scheiße irgendwie vor? Nein, ne? Erzähl mal, was fasziniert dich an He-Man? An seine Muskeln. Er ist sehr schnell aus der Rolle zu bringen. Und dann vor allen Dingen ist er doch sehr stark. Der ist erfolgreich. Okay, lass uns ficken. First question is, why is the book first attend in German and then in English? Supposed to be... We made first a German version of the book with almost all the designs and all the work we made with Leo. And then we did the English version, adding more new material. For example, the designs for the Great War exclusive we've been working on, and some other material, for example, the original designs for the Snake Layer playset for Mattel and stuff like that. Ah, very interesting. So there is new material on the English book. Ah, okay. So another question is, what is your favorite Snake Man? Now, from the original, Toon Glacier, and from my designs, Viper. Der Pitendo ist hier! Ja? Ah, der Mitinitiator! Wo sind wir denn hier? Scheiße! Hier, Boomer TV! Ja? Boomer TV, hi, na, hi! Alles gut? Ja, bei dir ist jetzt alles gut. Jetzt ist alles gut. Ja, seit gefühlt drei Tagen hier, wir sind seit drei Tagen in der Halle. Letzten Vorbereitungen getroffen und jetzt gerade, wo die Leute reingekommen sind, das fällt jetzt ab und jetzt sind wir angekommen. Ist natürlich heute auch ein Wagnis, was ihr habt dieses Jahr. Zwei Tage Toyplosion, ja? Ja. Ist natürlich noch mehr Stress. Ja, natürlich. Aber wir haben ja letztes Jahr gesehen, wie voll es hier war. Und wir wollten halt jedem die Möglichkeit geben, auch das Event zu besuchen. Und das wurde super angenommen. Also morgen wird es auch nochmal knackig voll. Wird der Peter auch hier vielleicht das eine oder andere kaufen? Ganz ehrlich, noch habe ich den Kopf nicht dafür. Ich denke mal, ich werde morgen mal ganz in Ruhe schlendern. Ich wollte jetzt einfach nur mal meine Runde machen, gucken, ob alle zufrieden sind. Sind wir? Ja, sehr schön, sehr schön. Also konnten wir die Erwartungen von letzten Jahr erfüllen. Aber bis jetzt erfüllen, wir hoffen auch toppen. Das sagen wir denn am Ende. Morgen sagen wir das denn. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Ich habe so ein bisschen meine Leidenschaft für Monster Trucks wieder entdeckt. Okay. Und habe einen super Mini-Kanal gemacht für diese, gibt momentan halt wieder gute Monster Truck-Modelle. Und da mache ich halt jetzt wirklich Kleinkram, weil die ganz große YouTube-Schraube kann ich einfach nicht mehr drehen. Es frisst zu viel Zeit dafür, was bei rauskommt. Aber du hast doch deine Follower gehabt. Das waren nicht so wenige, fände ich mal. Ja. Da hörst du einfach auf. Wo war ich? Bei 1900 zum Schluss. Das ist cool. Ich war auch überhaupt nicht unzufrieden, wie der Kanal gelaufen ist. Aber trotzdem, ich weiß es selber, wenn du Videos machst, für so ein 20-Minuten-Video bist du 5-6 Stunden dran, alles in allem. Und für 20 Euro im Monat, also mir ging es nicht nur ums Geld, aber im Verhältnis dessen, und ich musste es dann immer irgendwie dazwischen quetschen. Ja. Zwischen Job und zwischen Familie und meine anderen Hobbys und jetzt, ne, Collector's Bay wird auch immer größer. Es ist einfach kein Raum mehr dafür da. Und man musste sagen, okay, auf was kann ich verzichten? Und am ehesten konnte ich darauf verzichten, obwohl es echt wehgetan hat. Tut mal, das hört mal, liebe YouTuber zu Hause an, die oder gerne mal YouTube machen wollen. Das ist gar nicht so einfach, ne? Nee, aber jetzt habt ihr einen tollen Shop, ne? Ihr seid ein kleinerer Shop, aber mit Herz. Ihr verpackt, habe ich gerade dem Kollegen hier gesagt, ihr verpackt die Sachen sehr, sehr, sehr gut. War ich sehr zufrieden mit, muss ich lassen. Und ihr macht es auch mit Herz. Das höre ich ja immer von vielen Käufern bei euch, ja.
dass ihr ein toller Job seid. Und ja, wenn man hier so rumguckt, ihr habt natürlich auch Masters. Habe ich dir gerade schon gesagt, ich würde Masters als Job nicht mehr verkaufen, ne? Weil es sehr undankbar ist, was Heo da macht mit euch. Jo, das ist teilweise schon so. Ich habe das ja dir eben auch gerade gesagt. Wir haben Snake Mountain bekommen mit der ganzen Slamurai-Welle. Und da ging einiges in die Hose. Slamurai wurde deutschlandweit entsprechend gecancelt. Und wir sitzen ja heutzutage teilweise immer noch auf Sachen aus dem letzten Jahr drauf. Ne? Also, weil klar muss, es liegt nicht an Heo. Heo ist ein guter Partner. Wir arbeiten mit denen gut zusammen. Wir haben einen tollen Kontakt. Wir waren jetzt auf der Spielwarenmesse Anfang des Jahres in Nürnberg. Haben wir das erste Mal auch persönlich einfach getroffen. Und die machen einen guten Job. Der Fisch stinkt weiter oben am Kopf, was die Lieferkette angeht. Und wir lassen es vielleicht dabei stehen. So, jetzt ratet mal, wen ich jetzt gerade hier getroffen habe mit einem wirklich drastischen Schick, ja? Yes! Ja, ich bin unter die Schotten gegangen. Guck mal hier. Mein Gott, jetzt erspare ich mir den, was kommt immer in jeder Reportage, wenn einer einen Schottenrock hat, was kommt da? Hast du was drunter? Und? Ist sie kalt? So kalt eben, so kalt. Das ist meine Schnellkackerhose, da brauche ich nachher nicht, wenn ich trinken muss, muss ich einfach nur hinknien, ja? Ja, du bist heute auch zum zweiten Mal hier. Du bist ja auch bei der ersten Masse dabei. Und was, wie ist das jetzt so dein Eindruck, ja, was du bis jetzt gesehen hast? Also ich bin zwar erst eine halbe Stunde hier jetzt, ist ja noch relativ früh, aber ja, diesmal wusste ich ja, worauf ich mich einlasse. Ja? Von daher bin ich diesmal ein bisschen entspannter in die ganze Sache hier reingegangen und ja, habe auch schon ein bisschen Knete locker gemacht. Wie viel? Ein Stratos. Ein Stratos Vintage habe ich mir gegönnt, okay. Und einen ganzen Koffer voll TKKG-Kassetten. Wow, cool. Was? Inklusive TKKG-Koffer, ja? Ja, ich lasse dich gar nicht erst aussprechen. Schöne Grüße an Florian Tode, den Bürgermeister. Ja, genau. Welche Folgen waren das? Sind die ersten 99 oder sind das bunt gemixt? Nee, die ersten 30 waren das, glaube ich. Die ersten 30 plus Koffer. Ja, die habe ich mir im Vorfeld schon mal bei ihm klar gemacht. Muss ich nur nachher daran denken, die auch mitzunehmen. Bezahlt habe ich es, aber wer weiß, ob ich es hier stehen lasse. Eigentlich untypisch zusammen ist ja eigentlich nur Masters. Ne? Man kennt es durch den YouTube-Kanal, in meinem Masters-Man-Cave. Da gibt es ja auch einmal im Monat circa immer einen genialen Live-Talk, ne? Der flotte Figurenvierer. Richtig, ja, habe ich auch gehört. Da sollen zwei, drei, vier Leute, coole Leute mitmachen. Ja. Und ja, ich meine, ich sammle ja nicht nur Masters, ne? Aber überwiegend Masters natürlich. Und darum habe ich meine Man Cave auch dementsprechend benannt. Und genau deswegen, ja. Die nächsten YouTuber sind hier. Sie haben auch einen Stand. Sie geben auch ein Panel heute hier auf der Tollplosion. Und zwar die Spielzeugjäger. Ja. Hier auch hier der Alex. Genau, Grüße. Letztes Jahr haben wir dich leider, glaube ich, nicht im Interview gehabt. Da hatten wir den Martin, ne? Aber der hat dich super vertreten, hat er dich. Jetzt ist er gerade auch wieder in einem Gespräch. Ich darf ja nicht reingrätschen in Gespräche. Das habe ich ja vor einem Jahr gelernt, auch dieses Jahr gelernt. Man soll ja nicht in Deep Talks reingrätschen. Ich grüße den Herrn von dem Deep Talk. Ja, man muss ja immer warten, bis sie fertig sind. Und das ist dann auch genau meine Spezialität nicht. So, genug von mir geredet. Was verkauft ihr hier? Das sind alles so Überbleibsel aus unserer Sammlung. Wir haben ja akute Platzprobleme und das war auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir verkaufen wieder ein paar Sachen aus der Sammlung, die dürfen gehen. Weil hier haben wir den Vorteil, es geht von Sammlern zu Sammlern. Richtig. Es ist aber auch sehr schwer. Man muss sagen, das habe ich ja auch. Wir wollen ja was loswerden, aber irgendwas... Man verbindet ja an jedem Teil irgendetwas, ne? Wonach gehst du? Wovon trennst du dich denn eher? Das sind viele Sachen, die ich im Keller gelagert hatte, die ich dann irgendwann sogar teilweise vergaß. Und dann habe ich mir gesagt, wenn ich die im Keller die ganze Zeit habe, nicht bestaunen kann und teilweise auch nicht mehr weiß, dass ich sie habe, dann können sie auch gehen. Guck mal, da steht, guck mal, der Kameramann, der Hefen ist wieder da, ne? Er macht die Kamera wieder. Und der steht hier denn, ne? Der City. Ja. Du bist auch ein YouTuber, ne? Du machst natürlich auch hier Werbung für deinen Kanal. Du musst halt ja auch sein, ne? Das ist richtig, gerade wichtig, wenn man einen YouTube-Kanal hat, muss man sich, habe ich eben auch ein Gespräch gehabt mit den Spielzeugjägern, man muss sich auch ein bisschen abheben, ne? Eben. Und was hat der kleine City, der sich dann geholt, der kleine vor allen Dingen, du bist ja auch wieder sehr groß. Ein bisschen, ne? Boah, du kannst ja wirklich die Äpfel vom Baum holen. Ja. Was hast du dir gegönnt? Oder gibt es für dich irgendwas, was du noch gönnen möchtest? Ja, ich hole mir nachher das Exclusive ab, das Tupac. Und jetzt habe ich habe mir einen Battle Armor Skeletor von den Classics geholt. Frozen Teela, das Hörspiel von der Retrofabrik. Dann habe ich den bekommen. Ah, oh, wo hast du das her? Motocells. Von Motocells, da. Cool.
schön. Danke. Ja, danke. Ja. Nein, habt ihr ein Budget, weil du sammelst ja mit deiner Frau. Deine Frau ist ja, da habt ihr was gemeinsam. Das ist ja wichtig in der Partnerschaft. Man muss ja eigentlich das gleiche Hobby haben, damit man miteinander für sich versteht. Ne? So sieht's aus. Habt ihr so irgendwie mal so, so ein Budget? Habt ihr ein gemeinschaftlicher, guck mal, habe ich gesehen, hat der City, hat der den Zuschauer ja weggeknallt? Killer. Sag mal, was ist denn das? Jo. Hast du nicht? Jo, nein, Scherz. Nein, aber es ist cool, das ist gut. Nein, nicht, wo waren wir? Das Budget. Habt ihr ein gemeinschaftliches Budget für hier was auszugeben? Nein. Jeder hat für sich was angespart. Richtig, das ist gut, sonst kämst du in den Bedrängnis, ne? Bin ich schon, ja. Ist das Budget ausgeschöpft oder ist. Nee, gar nicht. Bisschen ist noch. Wo ich noch nicht lange hier bin. Was holst du jetzt noch? Was? Einfach so, ich gucke einfach so rum, was so gibt. Okay. Ich habe ja noch gar nicht alles geguckt. Ich laufe hier nur rum und meist habe ich noch gar nicht gesehen. Weil du angequatscht wirst. Ja, auch. Kommt das auch so? Bist du dir von YouTube? Nein, so nicht. Guck mal hier, wer könnte das sein? Nein, oh, guck mein mal. Mein Schatz, hi. Die Trödelmama in einem wirklich tollen Kleid. Wer soll es darstellen? Wer bist du, Cher? Ja, genau, ich bin Cher. Shadow Viva Jahren. In Schwarz. Boah, du hast aber auch Launen der Natur dabei. Hast du dich also mit so einem aufgeknöpften Dekolleté vor mir stehen? Aufgeknöpft, da ist auch ein Schlitz drin. Auch hier wieder Ausschnitt des Jahres. Ja. Was soll ich sagen, ne? Guck mal, was treibt dich denn jetzt wieder hin zur zweiten Toyplosion? Du warst ja letztes Jahr auch da, ne? Ja, natürlich. Wo, wenn nicht hier, findet man die geilsten Toys? Was sammelst du eigentlich ganz genau? Du sammelst ja eigentlich gefühlt, wenn man deine Videos guckt, alles gefühlt, ne? Alles aus der Kindheit. Alles, was mich an die Kindheit erinnert, so sei es Barbie-Puppen, die ich früher zu Weihnachten ausgepackt habe, Masters-Figuren, mit denen ich gespielt habe, die ich ja selber nicht haben durfte, aber mein Stiefbruder eben. Eben alles so, was einen an die Kindheit erinnert. So richtige Kindheits... Ja, da musst du eine sehr große Wohnung haben. Ja, Trend geht zum Zweithaus, was soll ich sagen? Schloss hast du sehr wahrscheinlich, ne? Hallo, Elvira lebt in einem Schloss. Selbstverständlich habe ich ein Schloss. Sieht wirklich scharf aus. Wie viele Fotos musst du hier machen? Oh, geht. Ja. Ja. Aber da kann dein Mann echt stolz sein, ne? Ja, oh, doch. Der Mann steht da, normalerweise macht er die Kamera bei der Trödelmama, ne? Gerade... Ich sag gerade, du. Hier gibt's aber auch nichts zu sehen. Es gibt nichts zu sehen. Es gibt schon viel zu sehen. Oh, doch. Jetzt machst du mich ein bisschen nervös mit der Kamera. Bisschen nervös? Ich bin ja so nervös, ja. Aber ich bin das ja nur. Komm. Alles gut, ne? Aber ja, Sammelleidenschaft, ne? Ganz groß. Die leiden und manchmal schafft. Ja, genau. Und vor allem der Platzmangel, ne? Das ist ganz übel, ne? Mit dem Platz. Wie ne? machst du das denn mit dem Platz? Hast du ein Sammlerzimmer? Ja, tatsächlich ein Sammlerzimmer. Ich habe auch meine Vitrine, die ist jetzt gerade voll. Ich habe jetzt ein bisschen viel Blister geholt, damit ich die Figürchen schön anspinnen kann im Spielzimmer, ne? Und dann läuft das. So, ich werde ja verrückt. Der Jannis ist hier. Mein Gott. Ist das geil? Ich glaube, dass ich von unten noch gar nichts gesehen habe, weil ich andauernd angesprochen war. Ja? Das Problem kenne ich auch. Das ist aber gerade, natürlich kennst du das. Ja. Natürlich. Du machst ja sonst immer so Tresengespräche. Ja, ne? Ja. Und was ist das für dich aktuell hier so Gesprächsthema? Das Thema ist, das ist gar nicht alles nur Motu, wie Leute behauptet haben. Ja. 98% Motu wurde mir gesagt. Das stimmt gar nicht. Ja. Hier ist die totale Mische. Und ich finde Sachen, und ich habe eben gerade Buff-Teile gekauft. So, und jetzt kommt ihr. Wow. Ja. Ich wurde auch gesiezt. Oh, das ist ja ganz furchtbar, wenn man angefangen hat, gesiezt zu werden. Entweder, noch schlimmer ist, wenn du in den Bus einsteigst und die jungen Leute stehen auf und die sagen, bieten ja Preis an. So weit sind wir noch nicht. Aber das Geile ist halt, das liegt halt daran, dass die so wahrscheinlich eingeschüchtert waren, weil das ist ja der Royal Taten. Das ist mehr so Nick Natterton. Ja, ne? Das ist die Königsfamilie trägt das. Und natürlich hat das ein bisschen, wie soll ich sagen, ne? Hat dann ihn dazu veranlasst. Aber ich habe dann gesagt, nee, duz mich mal. Und dann habe ich gefragt, was willst du für alle haben? Und er hat gesagt, 15 Euro. Ich so, komm, pack ein. Was soll der Geist, oder? Das ist Hamburger, ne? Direkt mal umsonst. Total happy. Ja, das ist wie Fischmarkt. Wie Fischmarkt. Hier, komm, nimm den. Willst du den, kriegst du den auch noch oben drauf. Richtig gut. Was machst du hier? Jannis, folgen. Du erzählst Sachen, ne? Du erzählst ja auch ohne Punkt und Komma, das ist ja gut. Aber ich bin ein bisschen übermüdet daran. Nicht, warum das denn? Hast du nicht geschlafen heute Nacht? Wenig geschlafen. Wenig geschlafen. Vom Hotel. Das Hotel war... Das ist ganz schlimm. Nicht so gut. Das war so ein Hostel, okay. Wo wart ihr? Nee, oh Gott, nee. Wir sind im ich darf das nicht sagen. Sag keinen Namen. Ich sag das nicht, nee. Aber das Zimmer ist sehr klein und meine Füße hängen über das Bett rüber. Und ich war so aufgeregt auch. Ja, ich konnte nicht. Und die Flecke, der Geruch und die Flecke. Ja, die Flecke, stimmt. Gerade Eiweißflecken von Vorgängern, da musst du mal gucken. Da muss wirklich mal Sakrotan ran. Bitte nicht. Nein. Ich muss da noch heute Abend schlafen. Wo ist denn ein anderer? Der Marc. Marc moderiert gerade, Livestream von Heo.
Wow, das ist ja cool, was er da macht. Ne? Also ich muss sagen, ich weiß, du sammelst keinen Masters. Ne? Der glaubt, der mag auch nicht, der findet es nur toll. Ich finde, Masters hat auch vereinzelte Figuren. Und ich habe immer wieder Sachen, die mir auffallen. Zum Beispiel Cringer und Prince Adam war ein großartiges Set, das ich hart liebe. Und wenn die Figur mir gefällt, dann kaufe ich die Figur. Eine gute Figur ist eine gute Figur. So, aus die Maus. Das war nun der erste Teil des Bumo TV Spezial von der Toyplosion. Und ihr wisst ja, es gibt ja zwei Tage hier. Das heißt, morgen geht es weiter hier. Und ich werde natürlich auch hiervon berichten, auch wenn der Hefen leider nicht dabei ist. Und ja, ich werde ein bisschen Kamera machen, ein bisschen nochmal umschauen. Vielleicht finden wir noch den einen oder anderen interessanten Gast. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, ja, die zweite Toyplosion ist bisher ja genauso gut wie die erste. Es lohnt sich. Ihr habt ja gesehen, man hat ja viele Leute getroffen, die haben sehr viel eingekauft, ja. Und die Preise, da musste man zwar sehr oft mal bei den Händlern vergleichen, da hat es wirklich sehr variiert mit den Preisen, aber es lohnt sich. Wenn ihr nächstes Jahr wieder dabei sein möchtet, und wir gehen mal von aus, die dritte Toyplosion wird es wieder geben, ja, das sage ich euch jetzt schon mal, es wird es bestimmt geben, ja, kommt auf alle Fälle hier hin und lasst euer Geld hier. So, das war's nun. Wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Videos hier auf meinem Kanal. Aber spätestens, ich gehe mal davon aus, morgen oder übermorgen kommt der zweite Teil der Toyplosion 2024. Bis dahin, bleibt weiterhin sammelwütig.